Herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem, wie es Schröckert getauft hat, Almost Talkie. Eine besondere Vorschau zu unserem Chat-Duell später mit zwei ganz tollen Gästinnen, die ich euch jetzt vorstellen mag. Wir sehen sie in diesem Moment. Da sind sie alle zusammen versammelt. Herzlich willkommen, Sabine Bohlmann und Sandra Schwittau. Und natürlich auch herzlich willkommen an Florentin. Gerne, hallo. Und danke. Schröck. Dankeschön. So, es geht heute grob ums Synchronsprechen. Und wir haben zwei tolle Synchronsprecherinnen hier. Die erfolgreichsten Synchronsprecherinnen, die dieses Land überhaupt zu bieten hat. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, wenn man mit Synchronsprechern, Sprecherinnen spricht, zu sagen, jetzt sprich mal in deiner Stimme, wo man euch kennt und so. Aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem mal erzählen bzw. sagen, woher man eure Stimmen so kennt, also wen sprecht ihr, genau, damit die Leute schon mal ein kleines Bild bekommen von euch. Oder einen Ton bekommen von euch. Ein Ton? Ja. Ich spreche Lisa Simpson, ich spreche Sailor Moon, ich bin bei Harry Potter, die Maulende Myrte, ich bin auch im Spiel Borderlands, die Tiny Tina, was bin ich noch alles? Gummibärenbande, der Cubby und South Park, der Kenny und ja, also sehr, sehr viel Zeichentrick, aber ich bin auch Vanessa Paradis, die Stimme von der Vanessa Paradis und ja, alles, was eher so ein bisschen höhere Stimmen hat. Höhere Stimmen? Wie sieht das bei dir aus? Das ist ein gutes Stichwort. Top Überleitung. Ich bin eher bei den tieferen Stimmen zu Hause. Ja. Also ich bin Bart Simpson und dann bin ich aber auch Hilary Swank und Eva Mendes und Noomi Rapace, so Million Dollar Baby. Also im Prinzip haben wir Lisa und Bart Simpson heute hier im Studio versammelt. Später, wie gesagt, noch das Chat-Duell, falls ihr das noch nicht gesehen habt oder noch sehen wollt. Ist auf jeden Fall demnächst online oder jetzt schon online. Und wir haben natürlich auch Florentin und Schröck da. Seid ihr die größten Spezialisten im Haus, was Simpsons angeht? Würde ich jetzt nicht von mir behaupten, also ob ich der größte Spezialist bin, aber ich bin auf jeden Fall immer noch ein Riesenfan und also wirklich, ich habe mich hier reingezeckt. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein, ja, aber ja. Die Gelegenheit wollte ich mir nicht nehmen. Wir haben alles gegeben, dass du nicht da bist. Ja, gut. Ich wusste ja davon, man hat mir nichts davon gesagt. Ja, man hat mir nichts davon gesagt. Ja, kommst du zum Chat-Duell? Klar, komm ich. Ja. Aber hier vorher war nichts. Ja, aber egal. Und ich freue mich so derartig, weil ihr beiden begleitet mich jetzt so lange. Ich habe euch im ZDF halt zum ersten Mal gesehen, gehört so und ich find's wirklich großartig. Also deswegen bin ich sehr heiß auf das, was ihr so alles zu erzählen habt. Ja, Simpsons-Experte auf keinen Fall. Ich glaube, wir haben alle die Endgegner-Folge gesehen und wie das ausgegangen ist, nicht. Aber großer Simpsons-Fan auf jeden Fall schon seit langem. Ich habe damals von meinem großen Bruder, glaube ich, 100 VHS-Kassetten vererbt bekommen, wo er von ProSieben alle Staffeln der Reihe nach aufgenommen hat und eines Tages mir vermacht hat. Und deswegen fließt in der Familie die Simpsons-Liebe. Und es ist eine große Ehre, auch hier heute dabei sein zu dürfen und diese Stimmen mal zu treffen, die mich so lange begleitet haben. Hi. Dankeschön. Ja, nicht nur das durch die Simpsons, ne? Also ich meine, ihr habt ja so Filme halt auch schon synchronisiert wie Monsterbusters. Das ist so halt komplett meine Jugend, ja. Also da hast du, glaube ich, die Schwester gespielt und noch so ein anderes kleines Mädchen. Oder da weißt du mehr als sie. Hab ich? Ja. Monsterbusters hieß der hieß im Original Monster Squad. Das war halt so ein Film, da war so eine Gruppe von Kids, die musste dann zusammen gegen Frankensteins Monster, nee, mit Frankensteins Monster zusammen. Gegen Dracula, den Schrecken vom Amazon und die Mumie und den Werwolf und so weiter kämpfen. Und klingt interessant. Vielleicht ist es ein Fehler im IMDb-Eintrag gewesen. Ja, das war's. Ich glaube, mehr braucht man damals. Nee, ich meine, das war der Shit. Also der Film. Ich habe den Film geliebt. Ich habe den rauf und runter geguckt, weil es war halt so, ja, Goonies mit Monstern so halt. Ne? Und als kleiner Junge, wenn man so die VHS-Kultur und Videothekenzeit mitgemacht hat, das waren die Filme, die hatten ein geiles Cover, die holt man sich dann raus. Und dann gibt's dann halt diese Stimmen, die halt auch auf ewig einen irgendwie hängen bleiben. Und eure Stimmen bleiben halt auf ewig hängen. Untouchables hast du ja auch ein kleines Mädchen gesprochen, die halt nur einen Satz sagt. Aber diesen Satz kann ich, also den habe ich einfach präsent im Ohr. Hast du da wirklich nur einen Satz gesagt? Und wenn ja, achso, du kannst wahrscheinlich auch nicht.
Du hast halt schon viel gemacht. Ein Satz rollt es wirklich. Man muss sich vorstellen, man geht dann wirklich am Montag um 9 Uhr dorthin und ist dann bis 9.10 Uhr und geht wieder und kommt in einen Film und sieht einfach ja einen Satz und dann spricht man den und dann geht man ins nächste Studio und spricht einen anderen Satz oder dann mehrere. Und deswegen ist es auch oft so, dass man irgendwo im, ich sage mal, im Kino sitzt und dann schaut man sich einen Film und dann denkt man auf einmal, die Szene kommt mir bekannt vor und auf einmal kommt jemand, der spricht mit deiner Stimme und dann erinnerst du dich auch wieder. Da kommt jemand und spricht mit deiner Stimme. Und dann weißt du es auch wieder, weil dann kommt es dir, wenn du es siehst schon. Aber so ist es ja so, also wir synchronisieren ja, du sogar ja noch länger als du Kind warst schon. Ich habe mit 16 angefangen und das sind einfach schon ein paar Jahre, die da zusammenkommen, die man ja auch gerade so einem Satz, 2, 5, 20 Sätzen, wo man wirklich nicht mehr weiß, was man gesagt hat oder dass man irgendwo dabei war. Aber war das bei euch, also hattet ihr eine gewisse Filmaffinität? Sag doch mal den Satz, was habe ich denn da gesagt? Hey Mister, Sie haben Ihre Tasche vergessen. Natürlich weiß es Schreck. Natürlich weiß Schreck oder exakt spontan. Das Zitat. Jetzt weiß ich es aber auch wieder und danach ist es in die Luft gegangen. Genau. Siehst du? Weißt du auch noch, also, ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Weißt du noch, wie du es gesprochen hast? Hey Mister, Sie haben Ihre Tasche vergessen. Na, schreibt irgendwie sowas, also ein bisschen mehr gerufen halt. Weil hey Mister, Sie genau haben Ihre Tasche vergessen. Sie sind ja der totale Connoisseur. Wow. Ja, also das war genau, weil du kommst aus dem Laden raus, in dem diese Bombe platziert werden sollte und schreist dem Mann über die Straße hinterher, der halt schon irgendwie auf der anderen Seite der Kreuzung ist. So, ja. Ja. Und dann bams. Ja, mehr konnte ich ja dann nicht sagen. Mehr konntest du nicht mehr sagen. Die Rolle war vorbei. Ja. Aber das sind jetzt diese Einsatzrollen, so läuft das ab. Aber das ist ja nicht die Regel, oder? Dass ihr wirklich dann jeden Tag irgendwo hingeht und dann sprecht ihr was und ihr wisst gar nicht für was und dann geht's zum nächsten? Oder wie läuft das? Nee, man weiß in der Regel schon, was man spricht. Jetzt halt nicht unbedingt diese, also oft bist du in einem Studio und sprichst einen schönen Film und weißt genau, was du da sprichst. Und dann sagt das Nachbarstudio, ah Mensch, die Schwittauer ist da, die kann doch mal schnell die Verkäuferin auch noch mitmachen oder so. Dann zahnt es halt irgendwie so. Ach, geil. Aber natürlich, wenn du, weiß ich nicht, so Million-Dollar-Baby oder so, da haben sie mir immer Tampons in die Nasen rein, weil die Boxerin und so weiter, also da musste ich im Liegen synchronisieren, das war ungewöhnlich, weil man eigentlich steht am Pult, aber die lag ja immer, war sie querschnittsgelähmt und so. Also natürlich hast du zu jeder Rolle auch, also größeren Rolle auch irgendwelche Erinnerungen, wie das dann im Studio war und was da passiert ist und aber jetzt, ob man es gut fand oder nicht so. Oder. Aber jetzt mal nur gefragt, gerade Million Dollar Baby, weil du es angesprochen hast, das ist ja, du bist ja die zentrale Rolle, also du bist ja von Anfang an bis zum Ende im Film mit dabei. Darfst du sowas dann schon vorab sehen, um dich irgendwie drauf einzustellen, wie Frau Hilary Swank? Ja, ja, natürlich. Ja? Natürlich. Also das ist ja jetzt mittlerweile alles immer so irre geheim. Ja, ja. War bei Million Dollar Babys ja schon länger her, noch nicht ganz so heiß gestrickt, aber jetzt wird überall alles abgeschlossen und die Handys werden abgegeben und so weiter. Also wenn du jetzt den neuen Harry Potter oder Star Wars oder so, dann ist ja alles total geheim. Und aber ich weiß, bei Million Dollar Baby haben sie mich in so einen Vorführraum gesetzt, Türen abgesperrt und dann saß ich da und habe mir den Film erstmal angeguckt und dann ging's los. Am gleichen Tag noch? Ja. Also kann man nicht sagen, wie bei Schauspielerinnen jetzt, dass man sich da monatelang auf eine Rolle vorbereitet? Nee, das kann man nicht, weil das Business zu schnell ist. Mhm. Und dann machst du halt 4 Tage den Film und dann fängst du am 5. Tag den neuen Film an. Also es ist nicht wie am Theater, dass man so entwickelt und entwickelt. Weil meine Aufgabe ist ja sowieso eigentlich nur, genau das zu machen, was sie gemacht hat. Also ich muss ja gar nichts von mir selber mit reinbringen. Ja. Also du hörst dir dann erst das Original vielleicht auch nochmal an? Ich höre mir immer das Original an und versuche so nah wie möglich, das so gut wie möglich genau so zu machen, wie die es gemacht hat. Mhm. Also was eigentlich sogar noch, entschuldige, sogar fast ein bisschen schwieriger ist, als wenn man's, wenn man selber was spielt, macht man ja sein eigenes Timing und entwickelt die eigene Träne und so. Aber wenn, ich muss es ja so spielen, wie Hilary Swank gespielt hat, die Rolle X. Also doppelt gewoppelt irgendwie. Also ich muss beides bedienen. Hm. Die Rolle, so wie ich das irgendwie aus mir raus, aber natürlich in erster Linie, wie die Schauspielerin das gemacht hat. Und wie ist es, wenn du da so eine legendäre Performance siehst in dieser Vorführung?
Kriegt man da Lust und sagt, okay, ich habe Bock, das zu machen, oder auch ein bisschen Angst, dass man sagt, okay, schaffe ich das? Beides. Okay. Mhm. Also das kommt ein bisschen auf die Performance drauf an, die dann von mir erwartet wird, aber ich kann überhaupt nicht singen, immer wenn ich einen Film gucke und dann singt die da und dann denke ich mir, nein, warum das denn jetzt? Wein doch. Mann, können wir das nicht rausschneiden? Um oder mach irgendwas, aber sing nicht. Ja. Und dann da kriege ich dann schlechte Laune. Wenn ich aber merke, das ist irgendwie, die hat da eine Performance, die ich auch bringen kann, dann freue ich mich natürlich, dass ich die Möglichkeit habe, das so Gas zu geben irgendwie. Okay. Mhm. Ja. Was war mal so richtig ätzend, wo du gedacht hast, oh bitte Leute, warum tut ihr mir das an? Oder warum nimmt ihr nicht jemand anderes, um das zu singen? Also wenn die jetzt richtig super Sängerinnen sind. Ich habe ja alle Sängerinnen schon gesprochen, von Patti Smith über Tina Turner, Aretha Franklin, bla bla bla. Also in Dokus spreche ich die gerne, weil da muss ich nie singen, weil das immer vom Original kommt. Und wenn der Gesang zu schwer ist, dann holen die natürlich eine professionelle Sängerin. Mhm. Aber wenn das dann nur mal so zwei Linien gesungen sind, dann muss ich das machen. Ja. Übrigens, wir sind ja live und hier ist auch der Chat. Sprich, ihr könnt jederzeit natürlich auch Fragen in den Chat schreiben und wir schauen ab und zu mal drauf und vielleicht kommt dann ja auch mal eine Frage von euch hier ins Studio. Also du hast uns ja schon mal, bleiben wir doch mal bei dem Million Dollar Baby Beispiel. Also du gehst da hin, dann schaust du dir den Film an. Ja. Und dann wirst du in ein anderes Studio gesetzt oder gestellt oder gelegen, je nachdem. Und dann hast du den ersten Monolog und dann sprichst du den Eimer komplett ein? Oder das ist nein, muss man sich das vorstellen? Nein, man muss sich das so vorstellen, dass der Film in ganz viele kleine Sequenzen zerteilt wird. Die nennen wir Takes. Das kann ein Laut sein, das kann ein Atmer sein, das kann aber auch drei Zeilen sein. Je nachdem, wie man schnittmäßig auch da reinkommt. Wenn die Dame wirklich einen Monolog hält, irgendwie Plädoyer vor Gericht und fünf Sätze in einem Rutsch durchballert, dann können wir schnittmäßig da auch nicht reingehen. Wenn die aber sagt, hallo, wie geht's, da, 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 und dann kurze Pause macht und dann sagt, dann sind das schon mal zwei Takes. Und dann kümmere ich mich erst um den, also dann mache ich den ersten Take, den höre ich mir an vom Original, ich lese mir den deutschen Text durch, versuche den in meinem Kurzzeitgedächtnis mir schnell reinzutun und dann spreche ich das aufs Bild. Und dann sagt der Regisseur was dazu, der Tonmeister sagt was dazu und die Cutterin sagt was dazu. Und dann sag ich auch was. Mhm. Und dann mache ich das so lange, bis wir alle der Meinung sind, oder vor allem die anderen drei der Meinung sind, dass es richtig war. Und dann kommt der nächste. Insgesamt dauert das dann wie lange? Manchmal hast du so einen Treffer und ich habe auch schon Sätze 40 Mal gesagt? 50 Mal? Träumt man dann auch davon? Ich habe mal als Kind eine Werbung gemacht, die habe ich 243 Mal gesagt. Mutti, Mutti, mein Pulli, wie weich und wie frisch. Und ich glaube, ich war 7 oder so. Und dann hat der zu mir gesagt, oh, du musst das ein bisschen geheimnisvoller machen. Oh, du musst das ein bisschen reifer machen. Nein, naiver. So, ich bin als Kind, da weißt du natürlich gar nicht, was die von dir wollen. Ja, das ist wirklich weich und frisch, dein Pulli. Wie weich und wie frisch. Sie hat sich reingebrannt. Das war im Alter von 7 Jahren? Ja. War das einer der ersten Jobs? Also ich meine, wann ging das, oder wie ging es los, so dass man gesagt hat, deine Stimme ist auf jeden Fall etwas, das können wir in der Werbung platzieren, das können wir in Zeichentrickfilmen platzieren, das können wir irgendwie bei Kindern. Ich war auf dem Spielplatz und ich hatte halt so eine rauchige Jungsstimme. Ja, die hatte ich schon als Kind. Und dann war da jemand und der hat das zufällig, war der Synchronregisseur. Und dann habe ich noch gelispelt und dann habe ich mich da... Und dann hat er sich gedacht, ui. Und dann hat er mich gefragt, dann ich rede nicht mit Fremden, hau ab und so. Und dann hat er sich gedacht, die Bad eigentlich. Ja, nee, das waren damals die kleinen Scholche. Aha, ja. Das waren die Rascals, also es ist so eine schwarz-weiß 30er-Jahre-Serie gewesen. Da gab es Buckwheat, genau, Alfalfa und Stinky, und Buckwheat war der kleine POC-Boy in dem Stück und den habe ich dann gesprochen. Da ging's los. So bist du da quasi reingekommen. Genau. Und da war dann irgendwie was, am Anfang waren es immer nur Jungs und später wurden es auch so Sexbomben. Mhm. Also. Und was sprichst du lieber, Sexbomben oder Jungs? Ich finde, die Mischung macht's. Also, ich bin schon wahnsinnig gern Bart Simpson. Ja? Ja. Also, ja, ich will jetzt keine anderen Jungs mehr sprechen, da finde ich das albern. Aber Bart ist meine letzte. Ich habe auch viele Transsexuelle, spreche ich manchmal, weil da weiß man ja auch immer nicht,
wie, welche Stimme, sucht man eine Frau, sucht man einen Mann, wie das ist tricky. Mhm. Aber Sexbomben sind halt so entspannt. Ist nicht so anstrengend für die Stimmbänder. Mhm. Ja. War tatsächlich auch gerade eine Frage von Philippe, was eure Lieblingsrolle ist. Aber vielleicht magst du vorher auch noch kurz erklären, wie du reingekommen bist ins Business. Ich war etwas später dabei. Mit 16 habe ich mich beworben bei einem Synchronstudio und durfte dann mal kommen und durfte mir das anschauen. Und dann haben sie mich auch mal einen Satz sprechen lassen. Meinen allerersten Satz. Die Geschichte habe ich schon ziemlich oft erzählt. Ich höre sie zum ersten Mal. Ich höre sie auch zum ersten Mal. Okay, ich auch. Okay, du auch? Nein. Ja. Mein Satz war, ein kleines Mädchen in einem Western und der Vater ritt durch die Prärie davon und das Mädchen stand bei seiner Mutter und ich, mein erster Satz, und ich habe gedacht, ich wollte immer Schauspielerin werden, ich dachte, ich spreche reinstes Hochdeutsch und dieses Mädchen hat dann gesagt, wird der dir recht bald wieder zurückkommen? Und dann habe ich mich umgedreht, dann hatte die Scheibe auch da, ist dann hinter der Tonmeister und der Regisseur und die waren nicht mehr da. Ich habe mir geguckt, wo sind die denn? Und dann sind auf einmal so vier Hände so hochgekommen und dann haben die sich so hochgedrückt, die lagen unterm Tisch vor Lachen. Und dann hochroten Köpfen. Und ich meine, jetzt ist es lustig, wenn man das so erzählt, aber ja, es war natürlich eigentlich wirklich schlimm für mich. Ja, mit 16, ne? Ja, und dann haben sie gesagt, also du, das geht nicht, du hast ein bayerisches rollendes R und damit kann man keinen Western und auch sonst eigentlich nicht synchronisieren. Und, was tust du hier? Und jetzt versuch's doch nochmal und mach das mit so einem hier hinten, diesem R. Und dann lief der Take wieder und ich sagte, wird der die recht bald wieder zurückkommen? Und dann haben sie gesagt, ja, super, tschüss. Oh Gott. Ich wusste in dem Moment schon, jetzt kommt die nächste rein und das wird auf jeden Fall nochmal gemacht von jemand anderem. Und dann war dachte ich, das so? War's. So. Ich weiß es nicht, aber es war mit Sicherheit so. Mhm. Das konnte man nicht nehmen. Mhm. Und ich bin aber direkt am Sprecherraum, am Warteraum vorbei und da saßen ein paar Kolleginnen und ich völlig fertig und habe dann gefragt, ob sie irgendeine Phonetiklehrerin kennen und die haben mir dann auch eine genannt und bin eigentlich direkt die nächste Woche dorthin und habe dann erstmal ein halbes Jahr bin ich zu der und habe mein Bayerisch auf Hochdeutsch umtrainiert und mein rollendes R auf ein hier hinten auf ein Gaumen R. Und zum Glück hat das Synchronstudio wirklich auch noch Vertrauen gehabt und hat auch gesagt, Mensch, eigentlich deine Stimme ist eigentlich super, bis auf das Bayerisch. Ach, das, ja, ja. Und, ja. Und haben mich immer mal wieder genommen, wenn sie mal Sätze hatten, in denen kein R vorkam. Und zum Beispiel ja. Mein nächster Take war dann einfach ein Ja. Okay, und das sind wir sicher. Das habe ich richtig gut gemacht. Und dann, ja, und dann kam es so, dass die Rollen immer größer wurden und ich aber auch echt viel trainiert habe und wirklich hart daran gearbeitet habe, dass ich das machen konnte. Wahrscheinlich, also wenn du sagst, es hat ein halbes Jahr gedauert, wird es jetzt nicht eine Übung gewesen sein, mit der man dieses R wegkriegt. Aber vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die auch gerade so unbedingt dieses R weg, dieses rollende R weg haben wollen. Gibt es einen Tipp, eine Übung? Ich musste ganz viel gurgeln. Weil beim Gurgeln natürlich passiert hier hinten. Bei mir ist halt hier nichts gewesen. Es ist wie ein Training eigentlich. Also das ist hier und es gab noch ganz, ganz lange Worte, die mir ganz schwer gefallen sind. Zum Beispiel das Wort Lehrerin. Weil bei Lehrerin zweimal das R hier hinten kommt und das zweimal das ist mir schwer gefallen. Homeland. Kurios. Ich habe mir immer gewünscht, ich könnte so rollen, so halt. Ich kann es nicht zum Beispiel. Ich kann es auch nicht. Ich kann es gar nicht. Und ich bin in München aufgewachsen. Also Bayerisch oder das Rollen der R, keine Chance. Aber ich aber also Hamburgern, also es gibt so Sounds, die gehen schneller rein und welche, die gehen nicht so schnell rein. Ja, Dialekt ist vielleicht generell auch ein gutes Stichwort. Da hast du was Hessisches, oder? Ich hab was Hessisches. Ja. Das finde ich, guck mal, ihr seid da so Profis, ihr hattet es wahrscheinlich. Nee, mein Vater ist Frankfurt, also. Ach so, okay, dann geht es natürlich schneller. Ja. Aber ich hatte auch mal, ne, in der Masterclass hatten wir ja mal die Sprechtrainerin auch da. Mhm. Und dann, ich bin auch zwar in Süddeutschland aufgewachsen, aber meine Eltern haben immer Hochdeutsch gesprochen, deswegen haben selbst meine Mitschüler haben sich lustig über mich gemacht, dass ich so Hochdeutsch spreche. Und dann habe ich aber bei dieser Sprecherin auch einen Text aufgesagt, der hat sofort gesagt, du kommst aus Süddeutschland. Ja. Und ich dachte, was? Das hören die Leute, also die sich auskennen, die hören es bei mir auch. Und alle anderen sagen, ah, du bist doch Berlinerin. Das haben die schon zu mir gesagt als Kind. Dann sage ich, nee, ich bin von hier. Ich bin von hier. Nee, also meine Eltern sind auch keine Berliner, keine Ahnung. Aber da würde ich dich auch eher verorten. Ich glaube, wenn man schneller, oder das hat mit Tempo zu tun. Weil der Bayer mag es gemütlicher. Ja, ja. Und wann kam bei dir dann so diese Typfestlegung auf dieses hohe, süße Mädchen, was du jetzt schon oft gesprochen hast, oder auch von mir aus Wesen? Ich meine, du hast ja jetzt wirklich. Im Grunde war es zuerst so, dass meine Rollen größer wurden, aber die Kinder immer kleiner.
Also die haben einfach, also ich hatte ja früher noch eine viel höhere Stimme und ich musste jetzt nicht verstellen, sondern ich hatte einfach wirklich eine sehr, sehr hohe Stimme. Und das habe ich immer allen erzählt. Ich habe gesagt, die Lisa, die spricht wirklich. Ich habe auch wirklich so gesprochen. Also meine Stimme ist jetzt echt ganz schön tief geworden. In den letzten Jahren. Und irgendwann ein Regisseur hat dann mal gesagt, ich habe hier in einem Kinofilm einen 4-jährigen Jungen. Magst du das mal versuchen? Und dann habe ich wirklich auch in den Realfilmen die ganzen, ich habe eigentlich alle Horrorfilme von damals gesprochen, weil in jedem Horrorfilm kam ein Kind vor und es konnte nicht von einem echten Kind gesprochen werden. Deswegen habe ich dann mit 18 alle, ich war glaube ich in Nightmare on Elm Street, war ich die 1, 2, Harry kommt vorbei. Aber das war ja gar nicht so schlimm. Aber es gab auch wirklich richtig, richtig schlimme Sachen. Amityville, glaube ich, warst du mit dabei? Amityville habe ich gesehen. Kann sein. Das war so ein Einsatzding, ne? Das war so ein Einsatzding, so ein Schrei, dann war die schon tot. Dann war die tot, aber auch Stephen King, Katzenauge, habe ich da die Drew Barrymore gesprochen und die ja auch dann immer von so einem Monster da in der Nacht besucht wurde und ganz viele Kinder einfach, die waren ganz froh, jemanden zu haben, der schon erwachsen war, aber den sie eben nicht so schocken konnten, dass der dann das Kind dann eben das sehen muss und dann nachts nicht schlafen kann. Deswegen habe ich die dann alle gesprochen. Aber du sagst, deine Stimme wurde schon tiefer. Ich weiß es gar nicht. Wird so eine Stimme grundsätzlich immer tiefer und kannst du irgendwann einfach nicht mehr Lisa sprechen, weil sie zu tief ist oder zu hoch? Deine Stimme zu tief wird. Weiß ich nicht. Also ich ist ja nicht wirklich so. Aber wenn man jetzt eine Folge anschaut, die wir jetzt synchronisiert haben und eine ganz vom Anfang, so direkt nebeneinander, dann hört man schon einen Unterschied. Ja, okay. Absolut. Aber ich glaube schon, dass ich das noch, solange ich sprechen kann, kann ich das bestimmt sprechen, weil man ja auch gelernt hat, die Stimme zu verstellen und in die höheren Lagen zu gehen und auch mit der Stimme eben viel anzufangen. Und das ist ja auch unser Job, das zu tun. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie sich irgendwann dass sie irgendwann noch so tief werden würde. Ich glaube, über den Stimmbruch bin ich, glaube ich, schon genau, hier raus. Du hattest ja schon deine Lieblingsrolle gesagt. Um das noch kurz, sorry, zu beenden. Was war deine Lieblingsrolle oder ist deine Lieblingsrolle? Ich mochte schon auch die Maulende Myrte von Harry Potter sehr, sehr gern, weil die einfach alles, was so verrückt ist, liebe ich einfach. Aber Lisa Simpson, weil sie mich auch schon so viele Jahre begleitet, mag ich schon auch sehr. Wie ist es denn bei so Rollen wie jetzt Lisa Simpson oder auch Sailor Moon? Inwiefern realisiert man denn da ganz am Anfang, dass das jetzt was ist, was man wahrscheinlich die nächsten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht machen wird? Überlegt man sich das dann gut oder denkt man, ich mach's erstmal und dann im Nachhinein kommt erst? Also bei den Simpsons weiß ich noch, da habe ich einen Anruf bekommen damals von einer Aufnahmeleitung für das Probesprechen und da hieß es, das ist so eine Kultserie aus Amerika, also da schauen die alle dort an, sowas ähnliches wie Peanuts Charlie Brown. Und dann dachte ich mir so, oh super, ich finde das super, Charlie Brown, und komm dahin. Und wir machen das Probesprechen und ich sehe diese Figuren und dachte mir, boah, das ist das Hässlichste. Ja. Aber die waren ja auch noch so hässlich. Die waren ja so hässlich. Die Tracy Ullman Show. Genau. Die waren Sequenzen ja noch gelber. Und die waren so hinge. Ja, ja. Furchtbar. Die und, schief, ne? Aber gleichzeitig war es auch so, dass damals, es ist ja nun wirklich schon 33, 34 Jahre her, damals war Zeichentrick einfach was ganz anderes. Da war Zeichentrick Walt Disney und Bambi und Klopfer und all diese Heidi Leute. Und Pinocchio. Und also alles so schöner. Und dann war das auch das Erste, was wirklich eigentlich hässlich gemalt war. Und ich bin da raus und habe nur gedacht, hoffentlich kriege ich das. So hässlich. Und dann kam der Anruf, Sabine, du hast die Rolle bekommen. Und ich so, yay. Nein. Das wusste ich damals noch nicht. Ja, ja. Und da ist es einem aber nicht bewusst. Und dann spricht man es und dann, also ich war irgendwann dann auch Fan, weil ich einfach gecheckt habe, was die eigentlich, wie cool die sind und wie intelligent die sind und wie lustig. Aber es hat ein bisschen gedauert. Und man weiß natürlich nicht, dass das 30 Jahre geht. Das kann man sich gar nicht. Man denkt, ja, dann freut man sich, dann kommt noch mal eine Option im nächsten Jahr. Und auch bei Sailor Moon, da haben wir zum Teil es am Anfang sehr komisch gefunden, wie das gezeichnet war. Wenn die dann so ausgeflippt ist, da hat die ja dann gar kein Gesicht mehr gehabt, sondern nur noch so ein Tropfen im Gesicht. Und da musste man aber trotzdem dann drauf schreien oder weinen oder auch lachen, oder alles zusammen. Und dann standen wir auf der Studie, was denn das jetzt? Weil man diese Art noch gar nicht so kannte. Ich meine, jetzt, wenn man jetzt ein Anime sieht, dann ist es ja ganz normal, dass die alle so ausflippen oder was sie so. Ich war neulich bei Rick and Morty und da hatte ich Arme, da waren Brüste dran. Also, das wird immer weirder. Also, das ist alles möglich. Ja. Diverse Brüste.
Arme oder diverse Brüste. Aber das, das war auch etwas, was mich interessiert. Was war das Erste, was ihr gedacht habt, als ihr das erste Mal Simpsons gesehen habt? Weil die wissen das jetzt. Was hattest du? Ja, ich habe Verwandtschaft in Amerika. Ich kannte das schon und ich war schon ein bisschen heiß drauf. Ja? Ich wollte es schon machen. Bei Bart war ja nicht klar, nimmt man jetzt Kinder oder nimmt man Jungen, also ein Kind? Nimmt man einen jungen Mann, nimmt man eine junge Frau? Wie macht man das? Und bei den Peanuts zum Beispiel, da war ich Peppermint Patty, aber da war es wirklich so, es lief ja auch über 30 Jahre, aber alle 2 Jahre wurde der komplette Cast ausgetauscht, weil die Jungs natürlich in Stimmbruch gekommen sind und die Mädchen. Ein 8-Jährige klingt halt anders wie eine 12-Jährige, das ist so. Und dann wurde halt immer wieder umbesetzt. Und bei den Simpsons hat man sich auch ein bisschen überlegt, glaube ich, dass man ein Problem kriegen würde, wenn man jetzt einen wirklich 12-Jährigen da drauf packt, genauso bei der Lisa, weil man dann auch immer wieder neu, da wusste man vielleicht nicht, dass es jetzt 30 Jahre geht, aber man hat sich schon gedacht, das geht jetzt mal 5 oder so. Und dann hätte man ja auch 4, 5 Mal wechseln müssen und deswegen hat man sich dann überlegt, man nimmt jemand. Im Englischen ist ja Nancy Cartwright, also jetzt meine Originalsprecherin, die ist ja noch älter als ich, also die haben es ja auch mit Erwachsenen gemacht und dann fiel die Entscheidung, dass wir eben auch möglichst Erwachsene sind. Was man in Deutschland sonst eigentlich nicht so gemacht hat, sondern wirklich immer Kinder. Also ich meine, bei den Peanuts oder Kleine Farm, da waren dann 20 Kids im Studio, im Bavaria Filmgelände, wir waren immer weg. Ja, der Aufnahmeleiter ist durchgedreht, weil wir immer da spazieren waren in den Kulissen. Und klar, hast du als 10-Jähriges auch mal, willst du auch nicht jeden Tag, sondern erst mal gucken gehen, was da so los ist. Also, spürt ihr in gewisser Weise auch einen Druck, dadurch, dass ihr das ja auch schon so lange macht und ihr verfolgt das ja sicherlich auch, wenn es mal einen Wechsel gibt von einem Synchronsprecher, Sprecherin, dass dann die Fans total ausrasten? Das kann ja wohl nicht sein. Wie kann denn da die Sprecherin wechseln? Oft ist es ja wirklich erst nach dem Tod der Sprecherin oder des Sprechers. Spürt ihr da so einen Druck, dass ihr, okay, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, dann wird aber die komplette Fangemeinde der Simpsons einfach ausrasten, dass dieser Synchronsprecher oder die Sprecherin ausgetauscht wird? Also bisher sind ja eigentlich alle nur ausgetauscht worden, weil sie gestorben sind. Und da haben wir jetzt nicht so einen Druck. Also ich meine, verspürt ja nicht. Wird halt einfach den Druck, irgendwann dass ich so sein. Rolle nicht mehr machen kann, nicht weil die dann enttäuscht sind. Also im Grunde kann da ja auch niemand böse sein, wenn man stirbt und dann spricht jemand anderes. Aber es war natürlich ja auch so. Also es war ja auch gegen Anke Engelke damals, die ja die March übernommen hatte, gab es ja, glaube ich, sogar eine Seite, nein, danke, Anke. Und ja, was soll man machen? Es ist einfach wirklich schwer, wenn eine Figur auf einmal eine andere Stimme hat, aber es geht halt dann nicht anders. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann sagen würde, ich hätte jetzt keine Lust mehr drauf. Aber man weiß ja auch nicht, wie lange es die Simpsons noch geben wird. Es war ja öfter schon mal jetzt ein Gerücht, dass es vielleicht auch irgendwann mal zu Ende geht. Gut, sie hatten ihre Zeit, ne? Also, sie hatten ihre gute Zeit. Ja, aber lange Zeit. Wenn ihr sowas hört, solche Gerüchte, gibt es da eine Möglichkeit, jemanden anzurufen und sagen, mal, stimmen die Gerüchte oder was? Habt ihr doch da bestimmt auch Connections oder nicht? Ne? Ja, also, wenn der deutsche Part, der mit den Simpsons zu tun hat, erfährt, dann erfahren wir das auch. Ja, aber was die natürlich in Hollywood, was die da intern, ist ja jetzt nicht mehr die Fox, sondern ist ja jetzt Disney, was die da intern planen und wie lange die dem noch geben, ich denke, das ist alles auf Einschaltquoten, das wird alle halbe Jahr irgendwie neu verhandelt, beziehungsweise die schließen immer für ein Jahr ab. Im Moment wird es weiter gekauft. Deutschland kauft auf jeden Fall, wenn es die Amerikaner produzieren. Ich glaube, das Beste fährt bei ProSieben, ich weiß auch nicht, wie lang es noch bei ProSieben ist, aber ja, wenn es irgendwann aufhört, finde ich es auch okay. Weil dann war es einfach, alles hat seine Zeit irgendwie. Aber ich finde, die haben ja zwischendurch mal Storytelling auch geschwächelt. Und jetzt habe ich so das Gefühl, die sind wieder besser geworden, die Folgen. Also weil über 30 Jahre konstant die gleiche Qualität zu bringen, ist ja irre schwierig. Und ich finde, die Simpsons haben es fast immer geschafft. Wirklich neu und anders und die anderen Serien sind ja gerne mal so im 5. Jahr oder im 15. Jahr wird es dann so ein bisschen redundant oder so. Finde ich, ist bei den Simpsons, haben die das eigentlich ganz gut hingekriegt.
Wie sehen das die Fans, die alten Fans? Ja, also ich bin auch Fan, so ja. Ist es nicht. Aber ich esse mal hier kurz Pommes. Das ist eine große Diskussion unter Simpsons-Fans, so wann sie schlecht wurden. Manche sagen 8. Staffel, 9. Staffel, 15., 12. Das ist, glaube ich, bei jedem anders. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, jetzt in den letzten ging es wieder so ein bisschen genau, hoch. Also würde ich auch so sehen. Es hat natürlich immer viele Faktoren. Ne? Die Fans werden älter, verändern sich auch irgendwie diese ganzen tagesaktuellen Anspielungen. Manche haben da mehr Bock drauf, andere nicht. Und so, deswegen ist das, glaube ich, auch bei jedem anders irgendwie. Aber die Simpsons hatten halt den Vorteil, dass sie halt erstmal aus einem reichhaltigen Popkulturschatz schöpfen konnten, den halt vorher keiner abgearbeitet hat. Ja, und deswegen war das halt alles etwas zeitloser, meiner Ansicht nach, was sie am Anfang gemacht haben. Und jetzt müssen sie sich halt immer mehr dem Zeitgeist anpassen, wie so viele andere Serien dann halt auch. Ja. Klar. Und da gibt's dann halt, ja, Schlechteres und Besseres. Also ich glaube auch, dass die Qualität schon irgendwie nie einen richtigen Tiefpunkt erreicht hat, sondern immer irgendwo auf einem guten Level war. Also deswegen, mal gefällt es einem mehr, mal gefällt es einem weniger. Ja. Ja. Aber was mich noch mal interessieren würde, ist es euch leichter gefallen, eure Rollen, sage ich mal, anzunehmen und zu sprechen? Also, weil wir hatten eben gerade das Thema Anke Engelke, dass ja so ein Hass auf sie da oder beziehungsweise so eine Petition total gegen sie unfair. Ja. Und ehrlich gesagt, aber wenn man sich jetzt ja mal anguckt, was Anke Engelke, wie sie die Marge Simpson spricht, das ist viel näher am Original dran, als das, was Frau Volkmann gemacht hat. Aber ich meine, ich liebe Frau Volkmann, was sie damals gemacht hat. Das war für mich die Marge Simpson. Ja, ich meine, auch Norbert Gastel hat seinen eigenen Homer gemacht. Ja. Ja? Und die Elisabeth Volkmann, die hat immer ihren Klimbim-Marge gemacht. Ja? Und das mochte man aber auch irgendwie. Und da haben die sich natürlich alle dran gewöhnt. Die Super-Special-Fans. Ja? Aber dass die eigentlich, wie du richtig gesagt hast, ganz weit weg vom Original war und Anke Engelke versucht hat, natürlich das Original zu bedienen und da jetzt super drauf liegt. Ich finde, das ganz toll macht. Aber die hat sich natürlich nicht an Elisabeth Volkmann orientiert. Als dann ein paar Jahre später leider der Norbert gestorben ist, der jahrelang den Homer gegeben hat, dann wurde ein neuer Sprecher eingeladen und der hat sich der Rolle so geöffnet, dass er sich überlegt hat, okay, ich mache eine Mischung aus Norbert Gastel als Homer und aus Homer Original. Und der hat sich wirklich ganz toll vorbereitet und hat sich tausende von Folgen, aber er hat sich echt viele Folgen angeguckt und sich richtig reingemurft in diese Mischung aus dem ehemaligen deutschen Sprecher und der Originalstimme. Und finde ich, liegt da auch super drauf, dass diese ganzen Superfans auch ganz stolz sind, dass sie das alles merken und dass sie das alles, also. Hattet ihr schon mal Kontakt zu den Originalsprecherinnen? Nein. Nein. Es gibt kein jährliches Jahrestreffen, Klassentreffen. Nein. Alle March und alle Lisa Simpsons und alle Bart Simpsons treffen sich. Nee? Wir kriegen auch nicht zu Weihnachten irgendwelche Simpsons Merchandise. Keine Donuts und nix. Keine Donuts, gell? Nee. Und wie ist es mit den Synchronisationssprecherinnen der Simpsons untereinander? Also ich nehme mal an, dass ihr nicht zusammen im Studio seid und die Folge spielt, aber kennt man sich da oder trifft man sich? Aber ganz früher, als wir angefangen haben, die ersten 15 Jahre, war das wirklich zusammen. Ach, wirklich? Ja, wir waren alle früher zusammen im Studio. Und es hat sich jetzt erst über die letzten Jahre eingebürgert, dass jeder auf dem Extraband aufgenommen wird. Jeder wird alleine. Selbst wenn ich einen großen Liebesfilm, super Romantic Scene, da bin ich ganz alleine. Mhm. Also muss ich mir den vorstellen. Findet ihr das? Wie findest du das? Ist das besser oder schlechter? Oder? Das hat, also ich finde, es hat für und ich kann mich natürlich, wenn ich nur mit mir selber arbeite, wahnsinnig gut auf mich selber konzentrieren. Der andere bringt mich irgendwie nicht raus, aber ich kann mich auch von dem anderen nicht abholen lassen. Also, es gibt Kollegen, da freut man sich, dass man es alleine macht. Kollegen, die hätte man gern dabei. Ja. Also, so. Dann kann mal eine gute Stimmung aufkommen, ja, wenn man auf jeden Fall. Mit einem netten auf Kollegen jeden Fall. Ist, ja. Im Prinzip ist Schauspielerei, hätte man schon gern seinen Anspieler. Ja. Ganz ja, klar. Ja. Und ihr wart dann wirklich alle zusammen in einem Studio und habt dann auch die Folge von Anfang bis Ende einmal. Nee. Nein. Nee, aber eben dann Szenen mit Lisa und Bart oder genau, Bart, oder alle Szenen mit der Familie, dann sind wir alle vier zusammen. Ihr müsst um eure Liebe kämpfen. Kämpfen. Das war natürlich auch gerade bei solchen Dingen, wir machen ja ganz viel, macht ja Bart und Lisa, die zusammen schreien, die gleichen immer wieder, die gleichen Sachen. Und das ist natürlich viel leichter, wenn man zusammen nebeneinander steht. Mount Rushmore, hörst du mit uns? Ja.
Also wenn dann einer es schon gemacht hat, alleine am Tag zuvor, und dann hat der andere halt kriegt entweder das reingespielt oder dann kriegt einen Kopfhörer. Und dann muss man sich eben versuchen, irgendwie auf den draufzusetzen und das dann irgendwie unisono zu kriegen. Aber es ist halt nicht so leicht. Ja. Aber nimmt denn diese Produktion der Simpsons, also von den Simpsons, einfach einen großen Teil eures Jahres ein? Oder wie viele Tage im Jahr arbeitet ihr an den Simpsons? Das ist süß. Die Frage wird mir ja oft gestellt. Und ich habe wirklich selbst heute noch Freunde in meinem, oder Leute in meinem Freundeskreis, die denken, glaube ich, wirklich. Ich sage jeden Tag. Jede Woche 9 to 5 ja. Mach den Bart. Ja. Also, um 18 Uhr, jeden Tag live. Jeden Tag um 18 Uhr stehe ich da. Und zieh die gelbe Maske an. Nee, 22 Folgen im Jahr. Ich würde sagen, 8 Arbeitstage. Ja. 8 Arbeitstage? Ja. Von 365. Also krass. Also in dem Jahr, in dem der Kinofilm rauskam, da war es ein bisschen mehr, weil da hatten wir noch ein Computerspiel und Werbung und so. Und ja gut, da gibt es natürlich noch so on also so top Sachen schon, irgendwie. Aber ich würde auch sagen, 8 Tage im Jahr. Sind die dann hintereinander, also einfach in einer Woche abgedreht? Wir haben 3 Staffeln oder so, gell? Ja, sowas. So irgendwie 3 Staffeln und ja, und da haben wir dann auch keine ganzen Tage, auch halbe Tage oder insgesamt, würde ich aber sagen, 8 Tage im Jahr. Gibt es irgendwelche Rollen, die ihr besonders gerne mal sprechen wollen würdet? Nee. Morgen Freeman. Nee, keine Ahnung. Aber ich meine, es ist ja ein besonderes Verhältnis zwischen euch und den Hollywood-Stars, die ihr sprecht. Ne? Also wo man dann vielleicht auch denkt, ah, wäre cool, wenn die eine gute Rolle kriegt. Oder ah, die ist jetzt gerade als Newcomer, die kriegt vielleicht mal coole Rollen oder so. Was mich zum Beispiel nervt, ist, dass diese Hilary Swank, die so 3, 4 gute Filme gemacht hat, 2 Oscars abkassiert hat und dann plötzlich nur noch so blöde Filme macht. Mm. Das, aber da habe ich, also ich meine, je nachdem, dann bin ich aber auch Noomi Rapace, die dann so eine schwedische Schauspielerin, die mit der 3 schwedischen Produktionen, Verdammnis, Verblendung, ist die plötzlich international total durchgestartet und macht jetzt einen Kinofilm nach dem anderen. Das kann so und so sein, ne? Ja. Also. Dann hast du den Lamp aber auf jeden Fall ganz gesehen, oder? Ja. Und gesprochen. Ja, ja, ich weiß. Und auch genossen. Ja, ich fand den auch gut. Ich ganz lustig. Das ist wahrscheinlich auch so ein. Ach so, ja. Der Lamp. Nee, davor habe ich noch einen lustigeren mit ihr gemacht. Aber den habe ich auch gemacht, ja. Das ist wahrscheinlich auch so was wie Netflix oder die ganzen Streaming-Portale öffnen wahrscheinlich auch nochmal ganz neue Berufsfelder, bzw. ganz neue Produktionen für euch, oder? Oder wird da weniger, es wird nicht weniger synchronisiert, wird mehr? Oder traut man sich an euch nicht ran, weil ihr so, sag ich mal, auf diese berühmten Stimmen abonniert seid? Nein, in Good Girl, also weiß nicht, wie Netflix, also klar, das ist derselbe, sprechen wir auch alles. Das macht jetzt keinen Unterschied für uns jetzt, ob das jetzt Netflix ist oder Apple ZDF TV oder ProSieben. Also, ja. Aber wie ist nur der deutsche Sender synchronisiert nicht mehr so viel. Ne? Mhm. Ja. Ne. Aber wie ist es bei euch mit der Wiedererkennbarkeit? Also wenn ihr zu viele Rollen habt, werdet ihr dann auch gebucht für ich will genau die Rolle, genau die Stimme haben, oder versucht ihr euch dann immer auch abzugrenzen von Rollen, die ihr schon gemacht habt, damit ihr nicht immer gleich klingt? Also ich finde, es ist eher, also das weiß man ja oft vorher gar nicht, was auf einen zukommt. Man geht eigentlich davon aus, wenn man angerufen wird von der Aufnahmeleitung, dass die schon weiß, dass man auf die Rolle passt. Mhm. Und dann ist es nicht so, dass ich jetzt im Studio stehe und sage, ich mache da jetzt die Lisa Simpson-Stimme drauf, sondern ich höre mir das ja an und versuche, die Stimme der drauf zu geben, der Schauspielerin, die ich meine, das am besten passt und die am meisten dem Original gleichkommt. Aber ihr müsst ja dann eigentlich im Kopf hunderte verschiedene Stimmen mit euch rumtragen, dass wenn ihr wisst, ah, jetzt die Staffel, der letzte Staffel hatte ich die Rolle, wie klang die nochmal genau? Oder kriegt man das immer wieder vorgespielt? Wenn du wirklich dann immer nur versuchst, das Original zu bedienen, ach so, dann macht man's auch dann hast du ja immer das Original an deiner Seite und das sagt dir ja immer, wie du es zu machen hast. Okay. Und dann kann natürlich, weiß ich jetzt nicht, Mary J. Blige in Ghost, dann sagt er, ah, die hast du immer noch tiefer angelegt oder cooler. Oder manchmal oder so. Sagen sie auch, du, wir spielen dir schnell mal was rein, weil es ist schon wieder ein halbes Jahr her, dass du das gesprochen hast, dann spielen sie uns das schnell rein und dann hören wir auch wieder und können uns da wieder ein bisschen orientieren. Mhm. Weil wir gerade schon in die Richtung gegangen sind, was sagt ihr zu diesem Trend, beziehungsweise viele Leute hier auch in der Arbeit, soll es einige Menschen geben, die sagen, sie hören eigentlich gar nichts mehr in der synchronisierten Fassung, sondern am liebsten im Original. Ja, Gerichtsfilme auf Japanisch. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Komm ich doch mit. Fühlt ihr euch gleich beleidigt und sagt, wie kann das denn sein? Ich guck auch gern englisches Original, aber ich freue mich auch über komplizierte Filme in einer Sprache, die ich nicht beherrsche, synchronisiert.
Ja. So. Also, es kommt immer drauf an. Wenn jemand irgendwie fragt, was machst du beruflich, sag ich bin Synchronsprecherin, jemand sagt, ja, ich gucke alles im Original. Ja, das finde ich so ein bisschen doof, weil dann ist es so ein bisschen wie, ich bin Metzger von Beruf, ja, ich bin Vegetarier. Ja, ja. Aber wenn das jetzt jemand einfach sagt, ja, ich gucke gerne, dann kann ich nur sagen, ich finde einfach Synchronsprechen oder ist auch für mich eine Kunstform. Und ich finde, wir machen das wirklich in Deutschland auch gerade wahnsinnig gut. Und es gibt Serien, die finde ich nicht gut synchronisiert oder Filme, dann schaue ich auch lieber im Original mit Untertiteln. Ich finde es aber manchmal echt richtig anstrengend. Also wenn man einen harten Tag hinter sich hatte und dann muss ich noch alles lesen und verstehe halt einfach nicht alles und ich möchte einfach alles verstehen. Ich persönlich gucke beides gern, aber es ist jetzt keine Beleidigung, wenn man, oder wenn man zu einem sagt, man. Also ihr müsst es halt freundlich zu uns fragen. Okay. Ihr macht tolle Arbeit, aber ich kriege sie nicht mit. Aber es ist auch, glaube ich, noch immer noch ein bisschen der Irrglaube, dass mehr Leute auf Englisch gucken. Also ich glaube, der gucken der, schon noch viele. Der Deutsche, McDonald's und ja, ja. Der Deutsche guckt meistens noch auf Deutsch, stimmt, geht in die deutschen Filme, also in die deutschen Versionen und so. Es ist schön, dass im Original angeboten wird oder dass halt auch Netflix und Amazon und was weiß ich alle die Möglichkeiten angeben. Aber ich glaube, der Großteil hierzulande hört immer noch synchron. Es ist ein Trend, glaube ich, aber kein besonderes, also, kein Massenphänomen oder so. Ja. Also die Kids, glaube ich, gucken irre viel im Original. Also meine Ja. Also meine Tochter spricht super Englisch. Ich glaube, das liegt nicht an der Schule. Mhm. Ja, man sagt ja, man schaut ja auch mal irgendwie auf. Also das ist die Niederlande oder Skandinavien. Die ganzen skandinavischen Länder sprechen 1A Englisch. Das ist natürlich, das hat schon seine Vorteile. Also bin ich durchaus offen. Ihr seid schuld, dass wir nicht gut im Englischen sind. Genau. Das ist wahr. Gibt's denn irgendeinen Film, der bald rauskommt, wo ihr die Sprecherin seid? Also wahrscheinlich ja. Oder eine Serie oder so, die ihr anteasern könnt? Oder ist das geheim? Ihr habt man muss gerade überlegen, ob also vieles ist auch, sagen darf man kann. Immer nicht sagen. Ja, ja hier schon. Es ist schon keiner zu. Schaut ja keiner zu. Ich man darf das immer nicht sagen. Nee. Müssen wir mal Management anrufen? Oder? Ich weiß nicht mal mehr den Titel. So. Aber ich darf es nicht sagen. Management verboten. Aber darfst du die Schauspielerin sagen? Wir machen viele tolle Sachen. Ja, Noomi Rapace, die ist sehr emsig. Ja gut, die macht viel. Ja, die macht eine Menge. Dann weißt du doch bestimmt, was für ein Film rauskommt mit ihr. Nee, nicht wirklich, ne. Ich sag dir, da ist viel Schnee dabei. Na? So eine Endzeit-Dystopia. Die habe ich als letztes gemacht. Davor war The Lamp und davor war ein ganz toller, wo sie im Wochenendhaus mit ihrem Mann ist und sie sich gegenseitig umbringen wollen. Und dann haben sich aber Bankräuber eingeschlossen und wollen die dann auch umbringen. Also irre lustig. Das ist gemein. Die Ding, was, das habe ich jetzt. Vielleicht kommst du ja noch drauf. Ich komme noch drauf. Ich ja, wir sehen uns noch. Ja, gut, das sowieso. Nee, ich kann nur erzählen, dass es eben von Tiny Tina gibt es eine Auskopplung und sie hat ein neues Spiel. Also von Borderlands hat sie jetzt Tiny Tina's Wonderlands. Aber jetzt, das ist ja auch nochmal ein gutes Ding, weil du vorhin schon gesagt hast, du hast bei Sailor Moon, hast du davor gestanden, hast dir gedacht, was ist das? Hm? Und jetzt Tiny Tina hast du vorhin ja schon mal erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du jetzt Computer spielst oder welche Spiele du gespielt hast bisher in deinem Leben. Aber gibt es denn da keinen, der euch irgendwie so eine Art Briefing macht? So von wegen, ey, das ist hier eine Anime-Serie, da geht es um die und die Mädels, die haben die und die Kräfte, die müssen das und das machen und so ist die Stilistik. Und das ist jetzt hier Tiny Tina, das ist ein Videospiel in einer Endzeitwelt, wo es halt vor allem um Knarren geht. Doch, das wird einem schon gesagt. Aber bei Tiny Tina zum Beispiel, ich glaube, das spreche ich jetzt auch schon 10 Jahre oder so. Und das nehmen wir ohne Bild auf. Und das wird dann im Nachhinein auf die Mundbewegungen gelegt. Und ich höre immer nur das Original. Also ich höre immer einen Satz und dann spreche ich. Dann den nächsten Satz und dann spreche ich. Und versuche das halt irgendwie ungefähr, auch es muss ungefähr von der Länge so stimmen. Da gucken sie dann gleich, wie der Ausschlag so ist und wie es passt. Und dann, ich bin halt überhaupt kein Gamer und habe das Spiel noch nie gespielt. Und ich habe auch nur ganz wenig davon gesehen. Die haben mir dann die Zeichnung am Anfang gezeigt und ich fand die richtig cool. Also ich fand die Figur richtig cool und ich mag die Figur total, weil ich da alles machen kann und weil die so durchgeknallt ist. Aber ich habe es noch nie gespielt. Aber immerhin wusstest du Bescheid, wer sie, wie sie ist. Genau, ich weiß, wie sie aber ist. Und ich weiß auch, wie sie spricht. Das. Aber das ist wirklich mit die schrägste Arbeit, die wir, also wir machen ja Hörbücher und Hörspiele und verschiedene Bereiche, aber diese Videospielaufnahmen,
oft eben ohne Bild und dann halt so Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, also dann, und halt auch immer dann für die verschiedenen Varianten, also wenn du halt links gehst, dann und wenn du rechts gehst und so Laute und du weißt jetzt gar nicht, springt die, läuft die, gerade ist Hex oder ist ja, das ist, mag die das oder finde ich blöd oder so. Also das kann auch sehr witzig sein. Aber das gibt's nur bei Videospielen. Ihr habt oder ist nein, sonst hast du ja meistens Bild und du hast auch nicht. Aber meistens sagst du, ist es schon manchmal so, dass man einen Film synchronisiert? Manchmal ist alles so geheim, dass du fast vom Bild nichts mehr siehst. Ja, ach, okay. Weil so viele Wasserzeichen drin sind, die zeichnen da. Ja, oder du hast nur die Münder, ne? Das habe ich auch schon gehört. Oder du hast nur Münder oder es ist noch. Das ist ja auch weird, oder? Also, es gibt alles Mögliche. Oder der Timecode läuft über die Visage. Das ist auch super zum Draufsprechen. Ja. Solche Sachen gibt's. Ich habe gerade auch im Chat wieder was gelesen, was ich auch schon häufiger gehört habe, dass, ja, weil wir vorhin von unterschiedlichen Ländern gesprochen haben, dass die Deutschen, dadurch, dass wir so viel synchronisieren, sind ja auch fast schon die spielen in der Champions League der Synchronsprecher und Sprecherinnen, oder nicht? Also die machen das auch besonders gut, die Deutschen, kann man das so sagen? Also ihr müsst es natürlich sagen, ja klar. Ja, also das klingt immer so doof, aber ich würde mal sagen, aber man kann das wirklich, auch international ist es, glaube ich, relativ anerkannt. Die Deutschen synchronisieren am allerlängsten von allen Ländern. Mhm. Also die UFA hat schon synchronisiert und haben das ziemlich perfektioniert. Das also sein, im, im Japanischen gibt es Filme, da ist dann eine Frau und ein Mann und die sprechen das alles. Und die sprechen aber auch weiter, wenn der Mund schon zu ist, dann sprechen die einfach genau weiter. Okay, ja. Also, oder das ist ja bei uns schon so, das muss man ja vielleicht auch mal sagen, es ist nicht so, dass ein Film übersetzt wird und die Übersetzung einfach auf die Mundbewegung gesprochen wird, sondern es gibt noch jemanden dazwischen, das ist meistens der Regisseur oder auch ein Synchronbuchautor, und der nimmt sich diese Übersetzung und also schreibt die nochmal synchron. Auf den Mund. Dann, genau, ja. Und der, dann muss man, also das haben wir beide auch schon gemacht, machen wir auch hin und wieder. Das heißt, man muss sich jeden einzelnen Satz nehmen und man sieht dann diesen Satz auf seinem Bildschirm und man spult immer wieder zurück und spricht den immer wieder drauf und dann muss man eben gucken, dass nicht ein A auf einem M ist, ein M auf einem A. Dass, Mundverschlüsse. Dass alles stimmt, dass wenn ein Anatmer ist, schreibe ich eben vorne hin Anatmer, damit der im Studio weiß, man fängt so an und man hört diesen Anatmer. Oder wenn dazwischen ein Atmer ist, schreibe ich es auch hin. Oder off, on, also ob man den sieht. Oder ob ein Satz im on anfängt und ins off geht, das schreibt man dann alles in das Synchronbuch eigentlich rein. Und das ist eigentlich die Frickelarbeit überhaupt, weil man, wenn das Buch stimmt, muss man eigentlich als Sprecher nur noch, also nur noch in Anführungszeichen, das in der richtigen Geschwindigkeit drauf sprechen und dann passt das alles und sieht toll aus. Weil synchron ist ja so, es fällt einem nur auf, dass es synchronisiert ist, wenn es schlecht gemacht ist. Ja. Und, aber es ist wirklich schwierig, weil wir machen ja im Großteil amerikanische Produktionen und man kann sagen, Hausnummer, der englische Satz sagt das Gleiche besser aus mit 5 Worten als der deutsche mit 9. Mhm. Und dann klingt es halt immer noch nicht cool. Mhm. Und deswegen sagen die Schlaufüchse, ich will nur Original, verstehe ich auch. Und deswegen kann Synchron, so gut es auch gemacht wird, ja immer nur ein Kompromiss, also ist immer nur bis kommt hinter, läuft hinterher. Ja, also ja, besonders schwierig ist es dann wahrscheinlich, also bei Englisch-Deutsch geht es wahrscheinlich noch so gerade, aber wenn du dann wirklich irgendwie einen Südkoreaner oder einen koreanischen Film übersetzt, dann sieht es ja auch oft synchronisiert besonders schlecht aus, weil dann da noch weiterreden teilweise. Wahrscheinlich ist es einfach schwieriger, dann da auch wirklich eine Übersetzung zu finden, die auf den Mund passt, oder nicht? Von Deutsch auf Koreanisch, meinst du? Ich glaube sogar, ich habe einen koreanischen Film gemacht und der war sogar leichter als mancher französische oder englische. Oder spanische, diese irischen. Weil die wirklich, also ich sag jetzt mal, fast wie so ein Zeichentrick, da geht es einfach, da geht der Mund auf und zu und da kannst du eben dann ganz viel machen. Und wenn es jetzt englisch ist oder und das sehr, dann musst du wirklich schauen, dass, also du kannst dann nicht auf einen Schnabler 2 oder 3 Worte machen. Und deswegen, ich habe einen koreanischen Film deutsch geschrieben und der war relativ leicht. Kannte, kennst du wahrscheinlich auch, aber dir fällt der Name nicht ein. Der Film? Ja.
Du kannst es doch sagen, bestimmt, wo hat sie mitgespielt. Du wissen, worum es geht. Ein Zoo? Wir kaufen mal Zoo. Der Secret Zoo. Secret Zoo, den habe ich gemacht. Ja. Siehst du, du wusstest schon, dass du das hinkriegst. Was bist denn du für einer? Ja gut, ich habe eine Filmsendung, deswegen. Was hat der? Krass. Er schaut wie viele Filme im Jahr? Keine Ahnung, ey, über 400 vielleicht. 400 Filme im Jahr? Also wirklich, ich hab warst du auch Hexenclub-Fan? Nicht so wirklich. Okay. Nicht so wirklich. Ich gucke viele Filme. Ich muss viele Filme gucken. Ja, aber dann merkst du dir auch noch alles. Naja, das ist halt. Secret Zoo war jetzt ja nicht irgendwie ein großer Erfolg oder irgendwas. Nö, aber der war lustig. Der war sehr charmant. Ich mochte den auch. Ja, der war sehr charmant und der kam irgendwie so, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die Kinos noch dicht waren und irgendwie war der so. Der hat keiner auf der Uhr gehabt und dann hieß es plötzlich ja so ein echt schon netter Erfolg aus Korea und dann habe ich mir den auch angeguckt. Ich gucke gerne koreanische Filme. Super. Und jetzt nochmal kurz. Ja, naja, das auch, wenn sie halt noch nicht synchronisiert sind, aber den habe ich sogar, glaube ich, auch dann synchronisiert gesehen. Den Sequel zu. Der war auch sehr gut gemacht. Der war ja auch sehr gut gemacht. Ja, ja. nur mal kurz, um dir nochmal kurz vielleicht so eine kleine Einschätzung zu geben, wie gut wir eigentlich hier in der deutschen Synchronbranche sind. Ich habe mal mitbekommen, dass Otto, der ja hier Faultier Sid bei Ice Age. Hat sehr gut gemacht, finde ich. Genau. Und der hat sogar so gut gemacht, dass der US-Konzern gesagt hat, wir schicken den durch die Welt, damit er allen anderen Ländern, die den synchronisieren müssen, zeigen kann, wie es geht. Mhm. Weil die fanden Otto halt so gut als Sid, dass sie gesagt haben, das ist jetzt, und das haben sie sogar, ich glaube, John Leguizamo macht es im Original, der musste sich dann so gesehen auch Otto anpassen. Ja. Echt? Ja. Cool. Musste sich diesen Otto geben, oder was? Oh. Okay. Deswegen, also. Ja, gut, das vielleicht jetzt nicht. Ja, doch, der wird es dann auch. Wenn dann Method Acting. Wenn dann musst du Otto werden. Ey, was auch ich noch, die Friese. Ja, ja, genau, was ja auch zeigt, wie gut deutsche Synchro ist. Ich schaue so um die Weihnachtszeit, schaue ich immer gerne Bud Spencer, Terence Hill. Ne? Und dann habe ich jetzt auch mal gerne, weil ich ja auch in so einer Phase gerade bin, dass ich nur im Original schaue und so. Aber dann habe ich das mal im Original angeschaut und habe gemerkt, das ist ja überhaupt nicht lustig. Ne? Nee, und dann wiederum die deutsche Synchronisation. Ja. Da kommt ja dazu, dass sie völlig frei erfunden haben, was sie gesagt haben. Völlig neue Sätze. Das ist eine ganz gewisse Phase im deutschen Synchron gewesen. Das ist diese Berliner Phase, wo auch die zwei entstanden sind. Rainer Brandt. Rainer Brandt, genau. Wo so Synchronfirmen so zwei BC-Ware irgendwie so Crime-Series genommen haben und die fanden die auch irgendwie doof und dann haben die so richtig Berliner so Quatsch drauf gemacht. Ja, und das, damit wurden diese Produktionen plötzlich zum totalen Erfolg. Und das waren so, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre. Durftet ihr sowas auch mal machen? Also habt ihr mit Herrn Brandt mal zusammenarbeiten dürfen? Aber nicht mehr in dieser. Nicht mehr? Also ich habe mit Anne Elsholz zum Teil zusammengearbeitet. Der hat das noch lange gemacht. Also der hat oft irgendwas gar nicht angehört im Original. Der hat gesagt, sag mal da auf hier den und den Satz. Und dann habe ich den Satz gesagt. Wir haben Hey Dad, das war so eine Serie in der ARD, haben wir zusammen gemacht. Und da war er der Dad und ich war die kleine Tochter. Und dann sagt er mal, sag mal Kreditkrake statt Kreditkarte. Was heißt das? Gerne, danke. sag mal, Kreditkrake. Und dann habe ich das gesagt und dann hat es einfach immer drauf gepasst. Also der war wirklich ein Genie. Der hat, und dann hatten wir auch ein paar von diesem Hey Dad, hatten wir auf einmal nochmal einen neuen Zusammenschnitt und es sollten so Verkehrsfilmchen werden. Und dann hat der einfach immer gewusst, okay, das geht 5 Minuten. Und wir sagen jetzt einfach mal, es geht um Helm tragen. Okay, du sagst im ersten Take das und dann haben wir das gesagt. Und das war irre. Also der hat wirklich ein Gespür dafür gehabt. Und da lief schon 1, 2, 3 und auf 4 spricht man ja dann immer. Und dann sagt der irgendwie auf 3 noch, oder nee, sag das und das. Und dann sagt der Mann das und dann war das drauf. Also das war der Hammer. Also das ist wirklich ein Genie war der. Also man kann es wirklich empfehlen, sich das mal auf Netflix und dann zurückzuspulen auf Deutsch. Das war wirklich, keine Ahnung, dann sagt Terence Hill vielleicht nur so, wie bitte? Ja. Im Englischen? Oder so. Und im Deutschen sagt er irgendwie, was willst du, Lausbengel von mir, du Elender? Ja, genau. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, dann war das Wolfgang Hess, die Stimme. Bud Spencer. Ja. Der ist aber auch Marcello Mastroianni. Also das war halt auch, es waren auch Top-Sprecher. Mhm. Und die hatten halt auch einfach Spaß im Studio. Also heute sind wir, die Technik war ja früher viel langsamer. Wir haben mit Schleifen aufgenommen und dann sind die mal heiß geworden und dann hat's gebrannt und dann hat's wieder gedauert. Also war alles so. Und dann kam die Umatik, das waren so große Kassetten, da konnte einen totschlagen mit. Und jetzt wir nehmen ja viel schneller auf. Ja. Früher hat's ja gedauert, bis der Take dann kam. Also es gab viel mehr Zeit für
Anekdoten, Karlauer, Schnäpschen, Flirterei. Also das war irgendwie so, wie man sich die Schauspieler so vorstellt. Heute ist alles, okay, ich habe eine Werbung jetzt, jetzt muss ich dahin, okay, dann mache ich das. Und dann gehe ich darüber, werde ich vergewaltigt, mache die Szene, okay. Hallo, später gehe ich auf die Abschlussball, ja, ja, ja. Und dann noch mein Shampoo, wie weich und wie frisch. Okay, ja. Also es ist ein bisschen... Aber das, man kann sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass das heute überhaupt möglich wäre, da einfach Sachen zu erfinden. Muss man das nicht irgendwie dann nochmal abchecken lassen von den... Das darfst du gar nicht mehr. Ja. Du musst vorher das Buch wieder abgegeben, dann wird's abgenommen. Dann wird, es gibt Redakteure, die ganz genau drauf schauen und die auch in der Abnahme dann mit drin sitzen und zum Teil auch noch mitlesen, ob man wirklich genau eins zu eins alles, also auch wenn man was ändern möchte im Studio. Es gibt manchmal Redakteure, die sind so streng dann, dass man die erst fragen muss, ob das geht und eine zweite Fassung gemacht werden muss. Also das würde... Ich kenne jetzt kein Projekt mehr, bei dem das, also das heißt, erlaubt ist. Also es gibt nicht eine Form, egal ob Hörbuch, Hörspiel oder weiß ich nicht, ich meine Podcast, okay, aber jetzt halt, keine Ahnung, gibt es keine Möglichkeit der freien Arbeit mehr irgendwie bei euch? Dass ihr halt wirklich mal ein bisschen improvisieren könnt, ein bisschen eure eigene Erfahrung mit einspielen? Ehrlich gesagt, ist das Hörbuch für mich oft mit die freiste Arbeit, weil ich ja das so interpretiere, wie ich das möchte und den Satz auch so langsam oder so schnell lese, wie ich das möchte, Gas gebe bei den Dialogen oder weniger. Also da, finde ich, bin ich am allermeisten der eigene Herr in der Art der Inszenierung. Da gibt es natürlich auch eine Regie, die da sitzt und sagt, ah, mach jetzt nicht ganz so lebendig oder ne. Aber in erster Linie eher inhaltlich und wie wird was ausgesprochen und so. Und ich finde Hörbuch eine relativ freie Arbeit. Aber du darfst trotzdem keine Texte ändern. Nee, natürlich darf ich keine Texte ändern. Ich finde Hörspiel am freisten eigentlich. Weil ja, aber da darfst du auch keine Texte ändern. Ja, aber du darfst zum Beispiel da so Sachen machen, wenn jetzt ein Satz, sagen wir mal, hast du was gesagt ist und du sprichst, keine Ahnung, irgendwie ein aufgeregtes Ding. Hast du was gesagt? Weil du darfst da so spielen, so breit spielen, wie du möchtest. Du kannst auch zwischendrin einen Lacher reinmachen, wenn einfach das gerade passt für deine Rolle und wie du es dir selber vorstellst. Und das kannst du im Synchron natürlich nicht, weil da hast du immer genau, da lacht der und da ist das. Also ich finde, Hörspiel ist eigentlich, und da ist auch so, wenn man dann sagt, kann ich nicht was anderes sagen, dann muss es ja nicht auf die Mundbewegung von irgendwas passen. Deswegen funktioniert es irgendwie auch ganz gut. Ja, also kannst du auch mal was ändern. Wir haben ja auch schon mal für ein Computerspiel. Ja, wir haben die Autobahnpolizei Teil 2. Teil 2. Schon mal synchronisiert, Lars und ich. Ja. Waren wir auch im Studio. Und aber habt ihr sicherlich schon gehört von. Ja. Ich habe noch gedacht, wer hat denn bei die Autobahnpolizei Teil 2 diese Polizisten gesprochen? Ja. Dann habe ich doch noch zu dir gesagt, Grandios, finde ich. Ja, bei den Simpsons ohne die ausgegangen sind die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht. Und dann diese Figuren sieht, diese schlecht animierten, immer versucht das. Aber ist es denn so in dem Top-Segment, in dem ihr ja arbeitet als Synchronsprecherin, ist es so, dass man dann auch irgendwie eine besondere Stimme haben muss? Weil wir haben ja jetzt eigentlich zwei extreme Stimmen, eine besonders hohe, eine besonders tiefe Stimme. Oder kann man auch mit einer völlig normalen Stimme? Natürlich. Es wird alles gebraucht. Also man muss nur sich mal anschauen, was in so einer Serie mit vielen, vielen Rollen und Charakteren gebraucht wird, da wird alles gebraucht. Also da wird wirklich eine normale Stimme gebraucht und eine hohe und eine tiefe und eine krächzige. Wahrscheinlich und werden sogar mehr normale Stimmen gebraucht. Ich glaube auch eher als so, zu Wiedererkennungsstimmen, irgendwie ich jetzt besonders tief und rauche ich. Ich glaube, es ist sogar eher schwerer. Du hast einen Wiedererkennungswerten hohen, weil viele dann sagen, also es ist ja bei mir schon so, wenn ich irgendwas spreche, kriege ich schon ab und zu hören, du, das war jetzt total Lisa Simpson, sprichst du mal anders. Ja. Und aber diese Peak-Stimmen, muss man noch mal ehrlich sagen, die haben wir doch, die dünnen sich langsam aus, oder? Also ich finde mit denen du groß geworden bist, da gibt's halt, da etablieren sich halt jetzt neue Peak-Stimmen. Genau, aber das ist ja etwas, was ich auch schon eine ganze Zeit lang verfolge, weil ich versuche rauszufinden, wer da die Peak-Stimmen sind. Herr Klucker zum Beispiel würde ich jetzt als den jungen Klucker. Der ist jetzt schon, genau. Der ist für mich jetzt eine Peak-Stimme. So. Kann ich ganz kurz fragen, was eine Peak-Stimme ist? Naja, halt, also wirklich, man kann hier, Robert De Niro. Robert De Niro, die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro. Das ist halt du hörst den und du warst sofort Danneberg auf Schwarzenegger oder Stallone. Das sind diese Stimmen, die du hörst einmal und du hast sofort drei, vier Schauspieler damit.
Bei dir ja auch. Ich meine, ich denke an Eva Mendes, ich denke an Noomi Rapace und ich denke an Hilary Swank. Also das sind halt wirklich diese markanten Stimmen. Und ich glaube, von denen gibt's momentan nicht mehr so viele, wie es mal eine Zeit lang hier in Deutschland irgendwie einfach der Stand war, oder? Naja, Ältere sterben mittlerweile natürlich, diese alten Stimmen sterben nach und nach gerade weg. Ja, aber mir fehlt halt aber auch so ein Danneberg oder irgendwie sowas. Also wirklich so einen, den du hörst, wo du sagst, ja, Mann, der kann genau die Typen sprechen, der ist genau der Typus, was weiß ich, oder halt. Ja, aber es gibt, wir sind ja jetzt in einer Landschaft, da sind wir ja nicht mehr so Sly Stallone und Bruce Willis-mäßig unterwegs, sondern Cumberbatch, oder da gibt's dann andere, das sind ja auch andere Typen jetzt. Ja, ja. Ja, und damit hat's natürlich auch zu tun. Aber auch die verdienen ja eine, sag ich mal, markante Stimme, die einen gewissen Wiedererkennungswert hat, ne? Ich meine, also. Ich erkenne die aber alle wieder. Ja. Ja. Also für mich war Schwarzenegger der deutlich bessere Schauspieler auf Deutsch, als ich ihn dann irgendwann mal im Englischen gehört habe. So. Ja, also deswegen, ich bin Herr Dannenberg auf ewig dankbar, dass er mir halt Arnold so gemacht hat, wie ich ihn halt lieben gelernt habe. Anders will man ihn auch nicht mehr. Fast nicht aber mehr. Ich kenne auch Jungs, die sagen zu mir, Mensch du, und da war ich in Amerika, da klingt der Bart vielleicht scheiße. Der klingt ja total anders. Dann sag ich mal, Alter. Also, aber ja. Das finde ich bei den Simpsons aber gerade schon auch also so. Also, wenn du mit etwas aufwächst, und das ist immer im Ohr, und dann kommst du plötzlich, siehst du das tolle Original, und dann denkst du dir, das ist aber jetzt irgendwie anders, mag ich nicht so gern. Obwohl es ja dann auch Fälle gibt, wo man dann plötzlich überrascht wird. Und das ist dann vielleicht auch noch so ein Thema, das würde ich auch gerne mal mit euch besprechen. Herr Off, der damals Johnny Depp in Fluch der Karibik gesprochen hat. Und ich fand auch, es war befremdlich, dass es halt nicht mehr. Ich habe mit ihm gesprochen. David Nathan war. Man sieht Johnny Depp und man hört halt plötzlich jemand anderen, der ihn spricht, obwohl er halt vorher so oft von einer derselben Person gesprochen worden ist. Und trotzdem. Wobei David Nathan ist wirklich eine Stimme, die so wie die früheren Stimmen ist, weil der so immer sein eigenes Ding macht, obwohl das Original ja immer unser Leitfaden ist, aber trotzdem hast du ja einen eigenen Stimmcharakter noch und den hat der ganz extrem. Und ja. David Nathan hat aber vorher auch schon Johnny Depp oft gesprochen. Genau. Ja, genau. Und er hatte ja auch, und das hat er mir erzählt, also wir hatten mal ein Interview mit ihm, und da hat er mir das erzählt, er hat komplett die Rolle von Jack Sparrow einmal durchgesprochen. Mhm. Und dann wurde halt entschieden, ist nicht ganz so gut und das wollen wir nicht so haben. Und dann kam Herr Off und hat er es gemacht. Ja, und dann gab es den großen Streit und dann wurde Markus auch ersetzt. Genau, ja. Dann hat Herr Nathan wieder das gemacht. Nee, zwischendurch war noch ein anderer dran. Ja? Ja, ja. Flatterer. Aber wie seht ihr das? Ich meine, ich glaube, ihr müsst jetzt euch nicht irgendwie gerade über die Auftragslage beschweren. Ihr habt einfach durchgehend, zu tun. Aber jetzt auch vom Standpunkt her von Herrn Fernandes oft gesehen zum Beispiel, war das verständlich eurer Meinung nach, dass er da nochmal Geld gefordert hat? Ich finde schon. Ja? Also ja, weil er hat ja eigentlich ist er vorgeprescht für uns alle Synchronsprecher, weil als Synchronsprecher wird man einfach nicht reich und dann spricht man irgendwo mit und ist ein Riesenerfolg und man ist halt in keiner Weise daran beteiligt oder deswegen, ich fand es eigentlich schon cool, dass er das gemacht hat. Und er ist, glaube ich, jetzt gesperrt bei Disney, gell, oder? Ja, bei, glaube ich, mehreren Firmen. Die reagieren dann natürlich auch ganz empfindlich auf sowas. Aber ich fand's super. Ja. Also ich bin da ganz, stehe dahinter Markus. Ja, mich auch. Weil jetzt ja gerade auch irgendwie. Also ich mochte Nathan lieber auf Johnny Depp. Ja. Aber ich habe verstanden, was Markus auf welchen Feldzug der da gezogen ist. Und er ist ja nicht der Einzige, ne? Nein. Also wir hatten ja jetzt gerade das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der Kameramann von Das Boot. Ja, hat jetzt aber der hat's bekommen. Der hat's jetzt nach 14 und Jahren. Und die Drehbuchautorin von Herrn Schweiger hat's auch bekommen. Was dann nochmal ganz kurz bekommen? Also nochmal. Also der Kameramann von Das Boot hat damals wohl eine Pauschale gekriegt von 100.000 D-Mark, glaube ich, für Das Boot. Und hat dann angefangen, nachdem der Film halt jetzt wirklich durch die Welt gezogen ist, eine Serie ergeben hat, Film ergeben hat, Oscars bekommen hat, immer und immer wieder ausgestrahlt worden ist, auf DVD und Blu-ray und dann halt auch bei Streamingdiensten gelandet ist, hat er gesagt, ey Leute, so dieser Fairness-Paragraph oder nennt man das ja, wäre mal angebracht, ne? Vielleicht irgendwie, dass man da vielleicht nochmal was zahlt, so. Ich meine, das Ding ist ein Riesenhit und meine Kamera ist, glaube ich, der entscheidende Bestandteil dieses Riesenhits, so. Und der hat 14 Jahre jetzt prozessiert. Eine Million gab's, oder? 500.000, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Irgendwas in die Richtung. Die jetzt halt Eurovideo und Bavaria-Film irgendwie nachzahlen. Soll. Ja. Und
das ging halt über 14 Jahre. Und Frau Deckert, die Drehbuchautorin von Herrn Schweiger, hat das ebenfalls gemacht. Ja. Weil die gesagt hat, naja, das Geld, was ich bekommen habe, steht nicht so ganz im Verhältnis zu dem Einspielergebnis, was zwei Ohrhasen und kein Ohrküken, oder nee, Gott, kein Ohrhasen und zwei Ohrküken, ja. Was die halt irgendwie eingespielt haben. So. Und die hat dann auch... Er sagt Schweiger, nee, hat er gesagt, ne? Nee. Schweiger wollte nicht, beziehungsweise die Firma wollte nicht. Aber ich glaube, da ist bis jetzt auch nur ein Teilerfolg erzielt worden, nämlich, dass einmal vorgelegt wird, was dieser Film eigentlich umgesetzt hat. Weil es kommt halt auch immer wieder dazu, dass halt Filme irgendwie angeben, ja, durch Abzug der und der und der und der Kosten und so weiter, haben sie dann doch nicht so viel Geld eingespielt, obwohl irgendwie überall, keine Ahnung, bekannt gegeben wird oder Werbung gemacht wird, ja, so und so viel, Riesenhit, Millionenerfolg, bla bla bla. Ja, einmal in die Richtung lügen, ey, und genau. Einmal, also, ja. Mhm. Und da spinnen die sich manchmal, glaube ich, wohl schon ein bisschen was zurecht. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in den Zeiten, wo halt Schritt für Schritt alles Mögliche nachverhandelt wird. Und halt auch gleich von vornherein irgendwie ja so geregelt wird, dass man vielleicht im Nachhinein eben nicht mehr die Beschwerden hat oder nicht mehr Leute ankommen müssen, um ewig zu prozessieren, dass sie halt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld kriegen, als das, was sie halt am Anfang gekriegt haben. Du hast gerade gesagt, man wird nicht reich als Synchronsprecherin. Blöd gefragt, findet ihr das fair, die Art und Weise, wie Synchronsprecher bezahlt werden? Weil sie ja doch teilweise einfach auch einen hohen Anteil am Erfolg von der Serie haben. Also, ich sag mal so, wenn wir große Animationsfilme synchronisiert werden, dann versucht man ja in Deutschland Prominente zu besetzen. Ja, die können das mal mehr und auch mal weniger. Und die machen das dann. Oft weniger wahrscheinlich. Oft auch weniger. Ja, ja. Und die werden natürlich, wir werden aus dem Pott der Produktion bezahlt und die werden aus dem Marketing-Pott bezahlt. Ah. Und der Marketing-Pott ist exorbitant wesentlich größer. Mhm. Und da denke ich mir dann schon, okay, Herr Schweiger, der kriegt jetzt richtig, ich kann's richtig und krieg aber nicht richtig. Mhm. Und da, finde ich, wird so ein bisschen schwierig. Man sagt ja, die Synchronisation von einem Kinofilm kostet weniger als die Premierenfeier von diesem Kinofilm. In Deutschland. In Deutschland. Und zwar nicht die in Hollywood, weil da ist es nochmal richtig. Ja. Sondern so, und wenn man sich diese Gewichtung anguckt, dann merkt man, dass es vielleicht nicht ganz stimmig ist. Aber jetzt mal für mich ganz blöd gesagt, ganz naiv. Ich denke mir mal, wenn man jetzt schon so 20 Staffeln Simpsons gemacht hat, kann man dann nicht als Lisa sagen, so, ja, ich will jetzt das Zehnfache, weil man kann ja schlecht gefeuert werden? Das ist Markus Off-Thematik. Ja. Ja. Also, man sieht an Markus Off, man wird dann wahrscheinlich gefeuert. Okay. Nee, aber er hat ja, und du kriegst halt keinen Job mehr, du kriegst auch keine anderen Rollen mehr. Ja. Weil die Branche sich natürlich... Es ist ja auch irgendwie unfair, jemanden so das Messer auf die Brust zu setzen, weil der dich nehmen muss. Also das... Erpressung. Es gab ja mal diese Zeit, da waren in allen Zeitungen stand Simpsons, Sprecher streiken und bekommen jetzt pro Folge $600,000, glaube ich. Und na, das mehr war mittlerweile. Mehr? Ja. Also es war jedenfalls irgendwann mal überall in Deutschland, in allen Zeitungen, sogar Schlagzeilen. Und ich kam nach Hause, da hatten wir noch Anrufbeantworter. Und da war mein Anrufbeantworter voll und alle, und so hintereinander, ja, so ein paar Leute so, seid ihr wahnsinnig? Seid ihr, das kriegt ihr doch niemals. Oder? Echt so viel? Ich dachte, das wäre gar nicht so. Und natürlich... Anrufbeantworter ist auch gut. Ja, also ich werde auch oft gefragt, ob ich eine Million kriege für die Simpsons. Ja. Und dann sage ich, nö. Ja, das stimmt nicht, oder was? Nee, zwei. Okay, aber das musstet ihr dann erstmal erklären. Aber was hat das denn damit auf sich? Kriegen die Originalleute so viel? Ja, die kriegen deutlich mehr. Für wobei jede Folge. Wobei das auch anders produziert ist. Die sind ungefähr ein Pool von 5 Leuten. Mhm. Dann gibt's Gaststars, die werden dazu gebucht. Und die 5 sprechen. Danach wird gezeichnet. Okay. Wenn wir hier, haben wir auch schon gemacht, in einer Trickproduktion, erst sprechen und danach wird die ganze Produktion, dann bin ich nicht in der Postproduktion, sondern ich bin in der Produktion. Und dann gibt es auch mehr Geld für uns. Mhm. Also das ist ein bisschen, weil die baut auf den Stimmen auf. Wir haben ein fertiges Produkt und setzen die Stimmen drauf. Ja. Wobei wir auch da nicht 600.000 Euro, also ich habe ja Captain Blaubeer haben wir so gemacht, den Kinofilm, und haben wir zuerst gesprochen und dann wurde, aber da gab es auch keine 600.000. Das ist wohl wahr. Nee.
Bei ich war Pupsi das Schwein bei Prinzessin. Und dadurch wurde ich reich. Durch Pupsi das Schwein. Hab ich auch nicht reich gemacht. Nein? Nein. Aber kann man verdient man am meisten durch dann Animationsfilme? Nein. Sondern? Werbung. Ah, natürlich. Ja. Natürlich. Ja, klar. Ja. Der ewige Geldgeber. Ja. Bei allen. Was war denn, was mich noch mal interessieren würde, du hattest vorhin schon gesagt, da musste ich im Liegen synchronisieren, ja? Was war denn so das Aufwendigste, wo ihr sagt, ey, das war schon mal wirklich richtig anspruchsvoll, da mussten wir irgendwas machen. Wir hatten mal Simon Jäger zu Gast, ja. Der sagte bei The Dark Knight, da hat er halt sich wirklich das Gesicht nach hinten getaped, ja. Um halt diesen Klang und irgendwie genauso zu sprechen wie Heath Ledger. Hattet ihr irgendwas Ähnliches mal in der Richtung machen müssen? Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Also man macht natürlich alles mit, also wann, also bei... Ach, bei Kenny, bei South Park, das ist immer ganz spannend, weil sonst stehe ich immer so vor mir. Und da darfst du auch. Sagst du dann auch mal richtig was? Oder? Also ich habe richtig Text, aber mein Text steht auch im Buch, weil ich muss ja wissen, wie der Singsang sein soll und wie lang es ungefähr sein soll und was es ja doch ausdrücken soll. Ach, da steht wirklich ein Text. Und dann manchmal ist es ja auch so, dass man ein Wort verstehen muss. Ja, also ja okay. So. Okay. So, also aha. So, und dann ist es manchmal so, dass sie sagen, war es zu deutlich oder ist es ja. Undeutlicher? Und das ist immer so eine kleine Gratwand. Also da stehe ich halt einfach immer so geil. Vor dem Mikro. Aber ja. Ansonsten, man macht ja schon die Sachen mit. Ich bin immer ein Fan davon, dass man immer was zu essen dabei hat, wenn derjenige isst, mhm. Dass man wirklich, und nicht, dass man, die meisten machen dann einfach nur so die Zunge. Und das, man hört es immer, finde ich. Also ich finde immer, es klingt viel besser, wenn du wirklich was im Mund hast. Und wenn der auch kaut und du kaust auch. Ja, also man macht Sachen, schon oder? So. Ja. Also es gibt schon Tricks, die du benutzt. Du kannst auch, wenn du nasaler sprechen willst, mit deinen so. Also man macht da schon alles. Wenn ich heule mit, zum Beispiel, so mache ich immer Wasser in die Nase und dann klingt das so, als hätte man schon eine Stunde geheult. Ja, also wie so ein Nasendusche mäßig. Ja. Und dann klingt das halt einfach wahnsinnig flüssig. Ja. Was ist ja, kann man auch ein bisschen herstellen. Aber ja, also es gibt schon so kleine Tricks. Ja, oder irgendwie. Wenn jemand so irgendwie Zahnspangen oder sowas, dann muss man dann auch zum Teil irgendwas sich in den Mund reinlegen oder ja. Stecken oder sowas schon. Aber jetzt nichts Großes fällt mir jetzt echt nichts ein. Und gab es schon mal eine Rolle, wo ihr dann ans Set gegangen seid? Ihr habt das gelesen und habt gesagt, nee. Ja, genau. Das meine ich. Ich hatte mal was, da war ich hochschwanger und da musste ich so einen Film machen. Es war so ein bisschen wie The Handmaid's Tale, also da waren die Frauen Gebärmaschinen, ja. Und dann kam ich da hin und dann habe ich gesagt, hey Leute, ich bin im 9. Monat. Und dann meinte sie, yeah. So, weißt du, Aufnahmeleiter gar nicht hingeguckt richtig, welche Szene, die Schwitter, so. Und dann sollte ich da die ganze Zeit Wehen haben. Oh Gott, im 9. Monat. Ja, und ich bin schon so, ich bin wirklich passiert. Profi. Ja, ja. Na gut, mach ich das jetzt mal so. Oh Gott. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das mache ich einfach nicht. Ja. Nee, und dann habe ich gesagt, weißt du, also finde ich auch wahnsinnig unsensibel von dir. Das stimmt, ja. Dumme Nuss. Und dann habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich Parteiwerbung abgelehnt. Das finde ich, macht man auch, also mache ich jetzt auch nicht. Ich habe mal eine Aufnahmeleitung angerufen und hat gesagt, Sabine, nächste Woche könntest du da? Und ich so, ja. Ja, was ist, naja, so, es ist schon so, ich weiß nicht, ob du sowas machst, weil, also man sieht schon was, also man sieht schon viel auch und, also es ist halt schon mehr so stöhnen und so und, ich habe irgendwann gesagt, meinst du jetzt ein Porno? Ja, ein Porno. Und dann, dann machen wir das doch mal, dann schaue ich mir das mal an. Und ich habe das auch gemacht, weil ich einfach auch mal irgendwie lustig fand und auch mal wissen wollte. Es gab eine Firma, die hat jahrelang, die hat nur existiert Pornos mit so Softpornos. Ja? Da haben wir alle rauf und runter, die tollsten Sprecher, wir hatten so einen Spaß. Das war noch die Zeit, wo man noch zusammen im Studio war. Ah ja, okay. Wir haben uns totgelacht. Wir haben uns totgelacht. Das kannst du ja. So, das ist ja lustig dann, ja. Wenn du zusammen bist. Ja, aber es war eher so Softporno dann also. Ja, also jetzt nicht, ja. Ja. Aber habt ihr auch mal schon für richtige, also für echte Pornos? Die werden, glaube ich, die machen doch O-Ton, oder? Naja, früher, ich kenne mich da nicht so aus.
Also ich er weiß, kommt aus der Branche. Ich weiß, also. Ja, ich, gut, das kommt hinzu. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen ist, aber früher wurden die ja schon viel synchronisiert. Herr Schweiger hat ja früher auch Pornos synchronisiert, wenn ich das richtig erinnere. Ja, mich haben sie auch mal mit 10 ins Studio gestellt und dann sollte ich da so eine Nacht, habe ich meine Mama, können Sie mich bitte abholen? Ja, also ja, wir haben alle. Ach, mit 10, ja, ich dachte Zähnen. Nein, mit 10 Jahren. Ich war 10 Jahre alt oder so. Ja? Oder 12 vielleicht. Und das war aber eher so Eis am Stiel mäßig. Ah, ja, okay. Aber für mich, ich mochte das nicht. Und das war vielleicht ein bisschen mehr Eis am Stiel dran. Keine Ahnung. Also das war, hat mir nicht gefallen. Aber als Erwachsene eher lustig. Mhm. Mit Bild dann auch im Studio? Ja, na klar, wir haben ja auch Münder. Ja, muss man natürlich genau gucken. Und wenn ihr regelmäßig bei euren Schauspielerinnen, ich weiß das jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht so firm, was Buntes angeht, aber weil du vorhin von Johnny Depp gesprochen hast, wenn du jetzt der langjährige Sprecher von Johnny Depp bist und dann leistet er sich so ein paar Sachen, wo man denkt, okay, der könnte jetzt vielleicht abgeschossen werden oder Kevin Spacey oder sowas, verfolgt ihr dann ab und zu auch die Nachrichten von euren Sprecherinnen, nee, von den Schauspielerinnen, die ihr sprecht? Und habt ihr mal ab und zu so ein bisschen Angst, dass die ja keinen Shitstorm bekommen oder irgendwie dann von der Bildfläche verschwinden? Machen wir nicht so viel Gedanken drüber. Ja. Nö. Aber ich habe neulich gelesen, ich finde ja Tom Hardy so toll und ich finde auch die Stimme, die Deutsche, toll und ich finde die Originalstimme, also ich finde Tom Hardy super. Und dann habe ich gelesen, dass der so politisch so ganz komische Ideen hat und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich den auch nicht mehr. Also irgendwie, ich finde schon, dass wenn man zu viel weiß über Schauspieler, die plötzlich mit zu viel Privaten angefüllt sind, dann funktionieren die nicht mehr so gut als Gefäß für die Rolle. Vielleicht, wenn du da drauf hinaus wolltest. Ja, geht in alle Richtungen. Burp. Bei euch ist wahrscheinlich jetzt kein. Was guckst du denn so? Nee, du, ich habe überlegt. Nee, ich habe von Tom Hardy gar nicht so was irgendwie Politisches mitbekommen. Nee, muss ich auch nochmal googeln. Ja, weil ich sehe den halt, wenn ich ihn sehe, entweder in Film. Oder ich folge ihm halt auf Instagram. Oder ich gebe dir meinen Trick. Ja, ja, okay. Oder deine Sauna, ja. Ich finde ihn super. Ich folge ihm halt auf Instagram und wenn ich was von ihm sehe, sehe ich immer nur, wie er irgendwelche Motorräder irgendwie präsentiert oder sonst wie beim Training. So. Ja, okay, dann weiß man ja schon, in welche Richtung das ging. Nein, wir gucken das nochmal. Wir checken das. Mit Kevin Spacey habe ich halt einfach nur gedacht, oder? Ja. Wäre doch schon. Du, aber muss man ja auch sagen, bei dem ist es ja jetzt wirklich so, dass fast alle Ankläger weggestorben bzw. weggefallen sind, ne? Also da gibt's, glaube ich. Aber jetzt ja, und dann kommt ja auch die nächste Frage: Ist die Schauspielkunst des Mannes jetzt plötzlich nicht mehr gut, weil der, weil der eine Sau ist? Künstler. Also das ist ja, das sprengt, glaube ich, den Rahmen. Aber ja, wir haben noch 4 Minuten Zeit, also okay. Das kriegen wir. Ja, also tatsächlich gehen wir ja gleich ins Chat-Duell rüber. Wie ist es? Also ihr müsst ja regelmäßig die Simpsons sehen, beziehungsweise 8 Tage im Jahr. Wie gut seid ihr denn drin im Genre, beziehungsweise im Franchise, meine ich? Gar nicht so arg gut. Ich glaube schon, dass jeder Fan oder fast jeder größere Fan mehr weiß als ich auf jeden Fall. Ja, also ich bin jetzt auch nicht zitatstark oder so. Ich würde sagen, dass ich fast alle Figuren kenne in Springfield. Also so ein bisschen was weiß ich natürlich schon, aber ich bin jetzt auch nicht der totale Nerd. Ja. Ich habe schon die Fragen gesehen natürlich. Ist knackig. Sag also mal, ist sehr sag mal was. Ja, für ein Fuffi pro Frage. Okay. Ja. Ich habe schon keinen Bock mehr. Nein, es ist knackig, aber absolut machbar. Knackig. Und wir werden wahnsinnig viel Spaß haben. Nein, ihr seid ja auch ein Team. Ihr seid ein Team, ihr müsst es zusammen hinkriegen. Ach, das geht schon. Aber er ist ja nicht bei uns im Team. Nee, das stimmt. Aber er. Ja, gut, der Typ. Ja. Aber ich glaube, du weißt eine Menge da. So. Ja, kriegen wir hin. Okay. Super. Habt ihr noch eine Lieblingsfigur neben euren Figuren, die Otto. Ihr sprecht? Bei? Otto? Den Busfahrer jetzt. Oder Krusty. Achso, okay. Otto und Krusty. Mhm. Warum? Weil so. Cool. Unkorrekt. Mhm. Mag ich gern. Ich mag ja Maggie. Das war auch deine Rolle. Ja, genau. Das ist, die siehst du auch. Ja, aber die sagt ja nichts. Im Film hat sie halt. Cool. Ja, da hat sie eins von. Das war das zweite Wort. Genau, das war das zweite Wort, was sie jemals gesagt hat. Und, Der ist aber ganz. Der ist schon ganz nah dran. Ja, der ist. Ja, oh, das ist krass, ein harter Gegner, Alter. Ja. Sag nochmal Fortsetzung. Fortsetzung. Nervt euch das eigentlich, wenn man. Weil ich habe das eingangs ja gesagt. Nervt es euch, wenn man sagt, mach mal die Lisa? Nervt das?
es kommt immer drauf an. Also wenn man irgendwie so einen Abend hat und dann alle 3 Minuten irgendwer sagt, du mach doch mal oder sag noch mal den Satz oder jetzt mach mal, sprich doch mal wie der oder wie der. Irgendwann nervt es einen schon, ja. Aber eigentlich ist es ja auch ganz nett, wenn man Leuten eine Freude machen kann damit, dass man einfach in einer bestimmten Stimme spricht oder so. Aber so nach dem 10. oder nach dem 5. und dann schon. Ich habe mitgesehen. Ich glaube, ich habe jetzt 2-mal das gefragt. Dann kann ich beim Chat-Duell auch noch mal 2-mal sagen. Sag doch mal. Ja, genau. Ja. Aber hast du das? Du darfst vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich darf ein paar Mal. Ja. Ja. Ist ja auch ein professioneller Rahmen. Weißt du was? Wir sagen so groß, ein paar Sachen und du sagst uns ein paar Fragen? Ja, ja. So machen wir das. Sehr gut. Später, das machen wir gleich in der Pause. Aber ist bei euch jetzt die Gefahr so groß, dass ihr im Alltag irgendwie angesprochen werdet? Also die Leute, die euch kennen und sagen und wissen, was ihr macht, die kommen natürlich und sagen, ey, mach mal die, mach mal das. Also mir ist es noch nie passiert, dass ich irgendwo stand beim Metzger oder so und hab gesagt, bitte 300 Gramm Gelbwurst. Und der hat gesagt, oh, du, sind sie nicht die Stimme von? Ja, genau. Nein, von Maggie Simpson. Also mir ist es noch, von Maggie Simpson, mir ist es noch nie passiert. Nein. Mir ist es schon, also jetzt, Gott sei Dank spreche ich ja nicht permanent wie Bart Simpson. Ja, also bei mir ist es ja noch viel mehr Kunststimme. Ich glaube, du bist fast an der Lisa normal näher dran. Ich finde dich viel näher dran als mich. Okay, dann will ich da gar keine Theorien aufstellen. Aber ich glaube, dass die Leute nicht sofort sagen können, ah ja, das ist die Nomi Rapace so und so, sondern ich merke oft, dass es die so reißt. So ein bisschen, so einen kurzen Zuck. Und dass die so rattern. Kenne ich die? Oder irgendwas kommt mir so vertraut vor. Das habe ich ja auch, wenn ich beim Bäcker stehe, hinter mir ist eine Schauspielerin, die macht den Mund auf, ich kenne die Stimme irgendwie, dann gucke ich auch erst mal zurück. Aber ob die dann genau wissen, woher sie diese Stimme kennen, glaube ich nicht. Gut. Oder nicht sofort. Ja. Kann man euch irgendwo folgen? Seid ihr auf Social Media unterwegs? Privat, ja. Instagram. Okay. Instagram? Ja. Wo findet man dich da? Ich oder heiße ist es auch privat? Sabine Bullmann heiße ich dort. Sehr gut. Liegner. Und deinen privaten noch? Ich heiße Andreas Schwitter, Leute, privat. Nein, bitte nicht folgen und einmal folgen, bitte. Also, wir rutschen jetzt rüber zum Chat-Duell. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diese Fragen hier gestellt habt. Das war sehr sympathisch. Ja. Ihr seid tolle Frauen, tolle Synchronsprecherinnen. Und wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwann nochmal zusammenschnacken können. Oh, vielen gerne. Lasst sehr gerne ein Like da, wenn ihr sagt, das war doch ein ganz netter Talk. Und dann sehen wir uns gleich beim Chat-Duell. Bis gleich.